Tag gesagt, wir dürfen euch heute wieder mal einen Bogen zeigen, und zwar dieses wunderschöne Prachtstück hier. An der Stelle viele Grüße und danke an Hartmut, dass wir deinen Bogen hier heute mal zeigen dürfen. Was haben wir hier? Wie man schon sehen kann, einen einteiligen Recurve, und zwar den Reptile von der Firma Jensbo. Der Reptile hat eine Gesamtlänge von 60 Zoll, kommt mit einem Gesamtgewicht von ca. 860 Gramm und ist hier in der Variante, wie ich ihn hier habe, mit 38 Pfund Zuggewicht auf eine Auszugslänge von 28 Zoll ausgeschrieben. Ich habe vorhin mal gemessen mit der Kofferwaage, bei meinen 27 Zoll bin ich so auf die 35 Pfund gekommen. Wenn man sich den mal ein bisschen genauer anguckt, dann sehen wir hier, wir haben ein wunderschönes Griffstück, bei dem, anders als bei vielen anderen Bögen, die Wurfarme quasi auf der Rückseite angesetzt sind. Und noch ein besonderes Merkmal ist dieser sehr starke Recurve hier an den Enden des Wurfarms. Verbaut ist hier ein Sereifo Palisander. Die Wurfarme sind mit einem wunderschönen Apfelfurnier gemacht, beidseitig belegt mit Klarglas und einem Bambuskern. Wenn man sich mal so diese Griffgeometrie mal anschaut, dann sieht man, dass wie bei den meisten Bögen hier auch dieser Pistolengriff ausgeformt ist. Und wenn man den so hält, ich mit meinen kleinen Händen kann den gut greifen, und ich kann mir aber auch vorstellen, dass jemand, der größere Hände hat als ich, immer noch damit gut zurechtkommt mit dem Griffstück. Ja, der Hartmut hat für den Bogen selbst eine Sehne gebaut. Wir haben hier eine 12-Strang Fast Flight Plus Sehne. Und wir haben hier nicht etwa Flaschenbürsten hier oben drin, sondern der Hartmut, der hat aus Acrylwolle ja quasi ein Eigendesign an die Rollstempfern hier eingebaut in den Bogen. Gut, ich denke, ich werde mal den Kroni anschmeißen und wir werden dann gleich mal ein paar Pfeile durchschießen, um mal zu sehen, wie denn dieses ja, an und für sich sehr schön aussehende Stück performt. Der Hersteller, die Firma Jensbo, gibt für den Bogen kein Mindestpfeilgewicht an, empfiehlt aber nicht unter ein Pfeilgewicht von 7,5 Grain per Pound zu gehen. Der Hartmut hat sich hat mir seine Pfeile mitgegeben, die er damit schießt. Und die haben bei meinem Auszug, also bei dem Zuggewicht, was ich dann schieße, ein Gewicht von 8,5 Grain per Pound. Die werden wir schießen als erstes und mal gucken, wie der so performt, was der hier so aufs Kroni bringt. So, der erste Pfeil. Die 2. 178,4. Alter Falter. Die 3. 175,4. Als Kontrast habe ich mal einen Pfeil zusammengebastelt, der genau die 7,5 Grain per Pound erreicht. Und wir wollen mal schauen, ob denn damit wirklich ein spürbarer Unterschied hier zu sehen ist. Ist schon ein bisschen, aber nicht sehr viel. Als letztes den Ast hier, ein Holzpfeil mit 10,1 Grain per Pound. Mal schauen, dass wir da vorne jetzt nicht die anderen Pfeile kaputt schießen und gucken mal ein bisschen, dass wir etwas höher sind oder etwas mehr daneben. 156,4, also immer noch ganz schön gewaltig. Ich muss sagen, jetzt beim Schießen
habe ich zwischen dem 8,5 und dem 7,5 nicht großartig irgendwas gemerkt. Also der Bogen, der hat quasi ja nicht zurückgemeldet, null Handschock. Vibration auch nicht zu spüren, also ein sehr angenehmes Schießen. Wobei für mich persönlich irgendwie das Auszugsverhalten nicht ganz so komfortabel ist. Ich kann es nicht wirklich beschreiben, was das ist, aber er fühlt sich sehr, sehr fest an. Ja, ist das jetzt, weil er vielleicht ein paar mehr Pfund hat, als ich sonst schieße? Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall, wie gesagt, rein ja, objektiv so meine persönliche Meinung. Ansonsten wirklich ein ganz schicker Bogen. Danke dir nochmal, Hartmut, dass wir den schießen durften. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ciao!